Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Einsam Gebirge V3, wieder mit dem Leo. Hi, na. Und mit dem Patrick. Hey, ho. Und mit dem Sascha. Hallöchen. Wir sind ja gerade am Ansehen, also zumindest einmal der Leo und ich. Die anderen zwei Jungs sind auch oben an der BGA, sieht man das? Jo, an dem Pfeil sieht man's. Die scheffeln gerade Geld, beziehungsweise die hauen einfach das Zeug in den wie heißt das, Fermenter? Ja, ein Fermenter, ne? Ja. Die hauen das da gerade rein und dann werden sie vielleicht noch in dieser Folge, weiß ich aber nicht genau, werden die uns beim Ansehen unterstützen, beziehungsweise werden wir da noch zwei Sämaschinen kaufen müssen. Und ja, wir sehen Raps an auf unserem wunderschönen Feld 11. Leo, kann das sein, dass ein Tracker stark ist, meiner? Nö. Kann nicht sein, das ist so. Also, ist keine Vermutung, ist Tatsache, sagt er. Ja. Du hast jetzt zwei Bahnen ausgelassen, ich, ne? Ich habe einfach noch, weiß ich nicht, wie viel gemacht. Ja, genau, die zwei Bahnen habe ich ausgelassen für Patrick und Sascha. Ja. Ist ein Plan, oder? Ja. Er schmutzt darüber, ne? Alter, naja, wenn ich Licht anmache, ne, dann wackelt mein Boden rum wie sonst nichts. Licht ausmache? Wieso wackelt dein Boden? Boah, das sieht richtig schlimm aus. Mach mal Licht aus, Leo. Mir sieht das richtig geil aus. Leo. Geil, Junge. Licht! Jetzt passt wieder. Alter, das... Leo? Willst du mich ärgern? Lass das. Ich sehe genau, wie der Boden wackelt. Schon so ein kleines bisschen. Grundumleuchte geht. Okay. Oh. Jungs, was habt ihr denn am Wochenende vor? Sagt mal. Schlafen. Weiß ich noch gar nicht. Weißt du noch gar nicht? Vegetieren. Ja. No? Von heute 20 Uhr bis Montag 8 Uhr durchschlafen, oder wie? Quatsch. Beste, wo gibt, ey. Durchzocken. Achso. Ja gut, aber da kannst du auch nicht schlafen, ne? Und wenn das nach durchschläft, ist immer noch ein Bequemste. Nein. Was habt denn ihr so für Tastaturen? Habt ihr richtige krasse Connected Gaming Tastaturen? Nein, oder habt überhaupt ihr Standard? Ich habe die Standard. Übelste Standard Gedöns Tastatur. Eine Logitech. Eine stinknormale vom Mediamarkt um 10 Euro Logitech. Jupp, ich habe die von Crazy. Wo ist dasselbe? Das ist. Wenn er das zu viel, du musst die Bandanine nehmen. Nein, ich nehme die Bandanine, komm, Werner, fahr. Fahr, Werner. Leo, fahr, Werner. Leo? Fahr jetzt, Werner, fahr. Du machst alle nur nervös. Fahr doch einfach. Moment. So, danke. Du machst einfach ein. Ach, dieser Werner, ne? Ich fahr mal. Also, ich hab eine von Shakun, diese Killer Pro. Ja. Eigentlich vollkommen ausreichend, ne? Ja, die ausreichend Frage, die ist immer so eine, weiß ich nicht, Ansichtssache, glaube ich. Weil der Leo, du hast sicher keine Standardtastatur, oder? Ich habe keine Standardtastatur. Ja, du hast wahrscheinlich irgendwas, was 100 bis 200 Euro kostet. Das ist korrekt. Ja. Die Frage ist, würde ich mir das noch einmal kaufen? Auf keinen Fall nicht. Ja, weil, warum? Das macht damals, sowas von, ne, gar keinen Sinn. Damals, also es ist schon damals... Die Tastatur ist jetzt schon ein bisschen älter, ne? Ja. Die hat locker 8 Jahre auf dem Buckel, ne? Okay. Ja, kann man schon sagen, ne? Es hat eine, war damals eine vergleichsweise tolle Tastatur und die hat ein eingebautes Display. Okay. Welcher hast du? Die G510 von Logitech. Ja, die ist eigentlich. Die ist super gut. Und damals hattest du halt als Standard-Student-Schüler hattest du keine 3 Monitore zu Hause, nicht? Und wenn du dich aber gleichzeitig unterhalten oder chatten wolltest mit anderen Personen über ISC, ICQ und so eine Scherze, konntest du das tatsächlich über das eingebaute Display für eine Tastatur machen. Ach, deswegen, okay, ja gut, dann macht das ja Sinn. Und das ist richtig geil, da drückst du eine Taste, kannst im Spiel, du musst nicht austabben, gar nichts, ne? Im Spiel kannst du dann einfach antworten. Das ist gut, ja. Und das ist schon richtig. Da warst du damals halt Chef, ne? Das war schon echt geil. Und natürlich die ganzen Makros und bla, was man halt so machen kann, ja, ne? Ja, das ist ja... Die ist schon nicht schlecht. Nee, das auf keinen Fall. Haben wir aber das Wachstum? Jetzt, ja, haben wir auch. Jetzt nochmal dafür, ich glaube damals habe ich irgendwie 100 Euro bezahlt. Ja. Nochmal so viel Geld für eine Tastatur auszugeben. Aber die ist, glaube ich, heutzutage immer noch so ziemlich teuer. Die Gaming-Tastaturen von Logitech sind...
Ja, ich meine, du hast diese G10 oder was auch immer. Jeder ist die 510, ja, aber ich glaube, da gibt es auch ein Nachfolgermodell mittlerweile. Ja, okay. Kann sein. Ja. Aber ich erinnere da an einen gewissen Streamer, der dachte, ich mache das jetzt einfach mal, der sich eine teure Tastatur gekauft hat und dann hat er Bier ausgekippt und dann muss er sich noch eine neue Tastatur kaufen. Ah, ich kenne den. Ja, ne? Das kennen bestimmt einige. Aber weißt du, was das gute an ihm ist? Bei ihm kostet das fast gar nichts. Mhm. fast richtig, aber das war der andere Typ. War der andere? Nee, aber der andere hat es auch gemacht. Ich weiß auf jeden Fall von dem anderen. Okay. Aber herzliche Grüße da hier mal raus, ne, falls ihr einen oder anderen mal zuschaut hier. Einfach mal grüßen. Ja. Die haben tatsächlich Bausimulator gespielt. Ja, ich weiß, das macht er öfter. Okay. In einer sogenannten Trash Night. Okay. Wobei er aber betont hat, dass es da gar nicht ums Game geht, sondern einfach nur zusammen ein paar nette Stunden verbringen, klingt falsch, aber es ist tatsächlich so. So, Jungs, ich muss ja eins sagen, ihr macht das super. 150.000 haben wir schon. Also irgendwas müsst ihr Gutes machen oben. Schaufeln wie die Blöden. Jo. Wie viel ist denn noch da? Die Hälfte? Weniger? Keine Ahnung. Okay. Ich hab meine Hilfe raus. Okay. Was war das? Aber die brauchst du aber trotzdem ganz dringend. Ich hab gedacht, die Wiese wartet, aber... Die Wiese wartet nicht. Keine Zeit. 60.000 Liter sind noch da. Okay. Das heißt, auf die 200 kommen auf alle Fälle. I think so, ja. Das ist gut. Das ist sehr gut. Eigentlich, ne? Wenn wir jetzt mal rein profittechnisch orientiert wären, müssten wir eigentlich anfangen, richtig jetzt professionell bigger voll zu knallen. Ja, aber... Brauchen wir einen Häcksler. Ja, das ist halt, der Punkt, ne? Wenn du einen Häcksler hast, dann ist schon wieder fast gelaufen. Ja. Das ist immer so, der Häcksler ist immer der Knackpunkt. Ja, ich sag dir, wenn wir richtig geil profitorientiert wären, ne? Mais und Bienen. Ja, wobei man sagen muss, den Häcksler, den wir hier drin haben, der ist schon cool, den würde ich mir schon kaufen. Weil mit dem will keiner fahren. Das ist was. Jetzt kommt gleich jeder nach. Der ist, glaube ich, bei Diverses oder sowas. Oder sowas. Ich weiß nicht, wie das heißt. Nicht bei Häcksler auf alle Fälle. Ich glaube, ich weiß schon, welcher das ist. So ein richtig kleiner Süßer. Ah. Der UE... Oh, nee. F2, keine Ahnung, was. Weiß ich nicht, kann sein. Ich habe nicht im Kopf, wie er heißt, aber... ich habe ihn nett gefunden, deswegen habe ich ihn mit reingenommen. Natürlich könnte man auch gleich einen Fan Katana kaufen, aber. Macht das ist ein Spaß. Monster. Das ist ein Monster. Ein Multiplayer-Projekt mal gemacht auf der Map Westbridge Hills. Mit diesen Dingern Felder abgeerntet. Ja. Ja. Das war Arbeit für. Ich weiß nicht, Tage wie viele Stunden. Zu lange. Zu lange, um zu zählen, sagt er. Ja. Leo? Wenn hast du Rückspiel an? Ja, ich guck nach hinten. Ich hab die ganze Zeit nach hinten geguckt. Denk mir doch, hör. Ja. Sprit aus oder was? Guck mal, Werner, Heiner. Heiner, Werner. Heiner. Du mit deinen Spurreißern, ey. Eieieiei. So, 180.000 haben wir. Es wird echt geil. Es wird richtig cool. Für die nächste Woche. Wie machen wir das mit dem Aufnehmen wieder, Leo? Wieder Sonntag? Ja, Sonntagabend. Hat doch gepasst, oder? Ja, jetzt haben sich auf jeden Fall einige gefunden. Es war nicht nur der gute Herr MacMopsy war dabei, sondern es gab auch einige andere, die hatten halt nicht ganz alle Mods da, ne? Aber da gibt's halt kein Problem. Ne, wenn ihr den größten Teil zusammengesammelt habt, wir können euch dann durchaus helfen, den restlichen da zusammenzukriegen. Werner und ich haben da die alle links, die parallel meistens. Ja, das ist nicht das Problem. Also, das kann man auch an der Stelle sagen. Wenn euch ein, zwei Sachen fehlen, dann können wir euch da helfen. Aber so die grundlegenden Sachen müsst ihr haben. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe fast alles bis auf die Map kann man sich runterziehen. Bei der Map
eine Map runterladen, wenn man aufnehmen möchte, ist immer sehr, sehr schlecht. Weil das dauert am längsten einfach. Und ich glaube, du hast keine Könners mehr. Das ist richtig. Ich bin mal weg, ne? Und das ist immer sehr, 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 sehr langwierig, wenn man dann wieder warten muss und hier und da. Und da muss man sich immer unterhalten und oh. Unterhalten ist das Schlimmste. Oh, also, nee, doch. Ich spiele gerne LS. Ja, ich mag LS. Ich mag Trecker fahren. Was ist eure Lieblingstrecker-Marke? Das ist aber nicht nett, oder? Jetzt hätte ich fast einen Spruch gebracht. Ja? Ja, aber das verkneife ich mir. Hau ihn raus. Nee, nee. Du musst. Was machst du mir, Alter? Ich bin am Fermenter hängen geblieben. Das ist so, wenn man. Die Silage in der Schaufel in den Fermenter kippt und nicht den ganzen Trecker. Achso. In den hineinkippen. Er wollte einfach alles mal reinschmeißen. Ja, ich hab gedacht, das klingt cooler, weißt du, aber. Sascha, wenn du einen neuen Trecker haben möchtest, dann sag es doch. Ja, der ist schon neun. Ziemlich dreckig, ne? Er konnte mal. Ja, ja, stellen, das ne? Dreckig, da können wir drüber reden. Weil Leo, dreckig ist schon. Da können wir die Mitarbeiter. Da können wir die Mitarbeiter nicht halten. Ja, das ist mir egal. Weißt du? Ich bin hier gerade mal 15 Minuten mit. Ja. Ich und Werner haben schon 200.000 Folgen hier auf der Enz produziert. Ach, jetzt müssen wir nicht übertreiben, ne? Ja gut, das waren 150.000. Genau. Entschuldigung. Und dann wollen die saubere Traktoren haben hier. Wir haben uns gequält. Gequält. Das ist ein Markenzeichen, ne? Was? Aushängeschild. Was? Ja. Dass wir uns quälen? Nein, ein sauberer Trecker. Achso, ich habe jetzt gedacht, ein dreckiger Trecker ist einfach, ne, dass man viel gearbeitet hat schon. Nein? Schön, dass du den sauberen fährst. Warte mal, ich fahr auch keinen sauberen. Keine sauberen hier. Der Schlüter ist auch schon mit. Der neueste. Ja, doch, der Mittag müsste der neueste sein, ne? Kann gut sein. Oder der Schlüter. Der Schlüter. Ja gut, der Schlüter ist auf alle Fälle schon schmutzig, das kann ich sagen. Weil da bin ich ja dabei. Was ist los, Leo? Gar nichts. Du fährst nicht? Alter. Was willst du von mir? Ah, nee, sind auf meine Bahn drauf. Sind dir die Körners ausgegangen? Ja, mir sind auch die Körners ausgegangen. Okay. Ja, das passiert ja, wenn man eine halb leere Sehmaschine übernimmt, ne, dann ist es halt leider schwierig. So, wir haben 214.000, alter Schwede. Weißt du, was mir als nächstes ausgeht? Sprit. Hallo Werner. Hallo Werner. Hallo Werner. Hörst du aber auch zu winken jetzt mit deinen Spurreißern? Das ist ja schlimm. So ein kleiner Pädophiler, ey. Was? Nein. Ich nicht gesagt, ne? 60 Liter, schaffe ich das noch? Ich weiß es nicht. Schafft er nicht mehr, ne? Hat er das noch? Er schafft es nicht mehr, ne? Doch. Leo, was machst du da eigentlich? Hilfe. Ach, Hilfe. Der Leo, ne? Die Gangschaltung klemmt. Bei dir klemmt doch immer was, und zwar im Kopf. Das prallt an mir ab. Kennst du Bollen Flip? Was? Bollen Flip? Nee. Kennt ihr das? Patrick, Sascha, einer von euch kennt doch Bollen Flip. Sagt mir was, ja. Liegt ein Zuschauer, genau, der heute ins schaut, kennt bestimmt Bollen Flip. Wo fährst du hin, Bernhassens? Hier weiter. Ich muss doch Bollen Flip kennen. Was ist das? Kann man ja, und dafür muss man ein bisschen. Nein, da muss man Fernsehen für schauen. Ja, aber das ist genau das Problem, das mache ich nicht. Ja, das ist genau das Problem. Nee. Vielleicht solltest du mal anfangen. Mit was denn? Welches Programm ist denn das? Ich weiß nicht, ob das noch läuft. Das war's. Nee, ich kann es jetzt nicht selbst verraten. Warum nicht? So, BGA ist leer. Sehr gut. Yay! Frontlader zum Hof oder oben lassen? Können wir eigentlich oben lassen, oder? Wiese, fahr mal hier die Mitte, wo ich hier stehe, fahr da nochmal runtergelassener Schaufel rein. Ja, ich könnte sein, dass nicht alles mitgeht.
glaube, da ist noch was. Ziemlich mittig da irgendwo. Der Beta bewegt sich schon ganz gut, ne? Der geht genau mit dem Wegfahren, geht da vorne hoch und so weiter. Also das sieht schon gut aus. Das ist ein Monstergerät. Ja. Ist der auch von Forbidden Mods? Ja. Schwer. Glaube ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bleib jetzt hier. Du kannst gerne rüberfahren, ich bleib hier. Weil wir bekommen ja bald Unterstützung, habe ich gehört. Dann lassen wir die Frontlader da oben. Die Frontlader da oben lassen, ein Gewicht jeweils mitnehmen, bitte. Das für die Front. Und dann beim Händler warten zwei Seemaschinen auf euch. Ja, schön. Voll machen und dann rankommen auf Feld 11, bitte. Und mir ein Kanister Sprit mitbringen. Immerhin hat er für die Tür. Oh. Gibt es eigentlich auf dem Control Panel eine Möglichkeit, den GPS anzumachen? Nö, ich glaube nicht. Die Maus benutzt du überhaupt nicht mehr, ne, Benner? Nee. Warum auch? Warum auch? Auf das 10er machen wir was anderes drauf, ne? Weizen oder sowas. Für Stroh? Ja, irgendwas für Stroh, dann können wir uns ein paar Kühe kaufen. Oder Gerste zumindest, oder irgendwas halt. Dann verbehrt das. Was? Bertas. Warum willst du die? Okay. Kühe. Heißen? Ja, Bertas. Bertas. Wer da kannte das? Warst du das, der das Wort Muku nicht kannte? Ich kannte das nicht. Okay. Wirklich? Aha. Gut, ich hab nichts gesagt. Wolltest du was sagen, Wisse? Nee. Ich darf jetzt nicht anmachen, wenn der zweite nicht weg, ne? Nein, es wackelt. War nicht rum. Es wackelt. Du bist in einem anderen Kontinent. Nein! Es wackelt wirklich. Mobs sind auch nicht an. Jo. Jetzt liegt aber dann daran, dass Mobs da in deiner ganz unmittelbaren Entfernung ist. So ziemlich genau beim Händler. Ja, Werner, jetzt unterwegs. Wackelt das jetzt wirklich? Jetzt wackelt es, ja. Jetzt nicht mehr? Jetzt nicht mehr? Okay. Nee, mach doch einfach ein und aus und ich sag dir, wann du an und an machst. Und aus machst. Das ist an. Nee, ist bei mir. Jetzt ist an, ja. Aus. Okay. Jetzt ist aus bei dir. Ja. Ja, jetzt ist an. Okay. Wenn ich mich bewege, dann ist es nee, nochmal. Bei mir ist es durchgehend an gerade. Nee, ja, man sieht es jetzt auch. Jetzt ist es aus. Jetzt ist es komplett wieder aus. Ja. Sehr seltsam. Sehr seltsam. Aber es ist relativ hell, oder? Täuscht mich das? Joa. Ich würde sagen, dass es relativ hell ist für die... Ich wollte ja mal diesen Real Night Mods Dings mal verteilen, ne? Mir ist gerade der Motor abgestorben, ist das euer Ernst? Eine ganz blöde Frage. Saatgut? Saatgut ist ein bisschen weiter unten vom Dieselfass. An der rechten Seite. Das war doch hier dieses komische über Kopf stehende Fass da, ne? Ja, glaube ich genau. So, ja. Fahr mal du zuerst. Fahr mal du zuerst. Wie lange willst du noch machen, Werner? Wie lange willst du noch machen? Keine Ahnung. Feldfertig machen ist ein bisschen zu lange, ne? Ich habe noch diesen Zipfel hier. Ja. Aber das sind auch schon ein paar Bahnen, ne? Ja, meinetwegen so, kannst du auch abmoderieren oder wir können die nächste Bahn. Folge machen. Es gibt keine nächste Folge, ne? Ja, wir können das in der nächsten Folge machen, so wollte ich das sagen. Warum gibt es keine nächste Folge? Leo, ist das Projekt beendet? Ach, du musst immer gleich sofort übertreiben. Die Aufnahmesession ist beendet. Ja. Lass mal die Jungs auffüllen. Und dann kannst du gerne abmoderieren. Ja, nein, du machst das bitte. Nee.
kann ja nur tanken. Wir tun mal vielleicht mal weiter noch zu unten. Aber wir haben noch oben lange Bahn zu machen, also das dauert schon ewig noch. Das wird noch gut was dauern, ja. Aber wir können uns ja übers Wochenende überlegen. Ich kann meine auffüllen. Sehr gut. Wir können uns übers Wochenende überlegen, was wir für das Geld kaufen. Ja, ich würde die Drescher vielleicht austauschen. Was? Warum? Ja. Das ist jetzt so das Sinnloseste, was mir jetzt eingefallen wäre. Nee. Seemaschinen und Drescher, ja. Da würde ich auf jeden Fall gucken. Seemaschinen müssen wir mit einem Mod mit reinnehmen, glaube ich. Ja, irgendwas Schönes. Oh, Schönes. Irgendwas Lilanes. Geiles, wo man der Dings aufmachen kann und das mit der Hand reintun kann, weißt du? Das wird nicht funktionieren. Warum nicht? Ja, wo soll, was? Was meinst du jetzt? Das Schlauch da. Ja, es gibt doch so Seemaschinen, wo du die hochheben kannst, sage ich mal, hochheben, aufmachen kannst. Ja. Und dann kannst du mit irgendeinem Krone Emsland, glaube ich, sind das die meisten, so eine Hänger mit einem Rohr, kannst du dann ranfahren und dann da quasi in die Seemaschine Körners reinfahren. Ja, du hast ja kein loses Saatgut hier. Ja, aber kannst du das nicht als Überladewagen quasi kaufen? Du könntest Big Bags kaufen, das geht. Weil ihr weiß nicht, was Big Bags sind, ne? Ihr seht Raps, ja, ne? In den Knickknacks. Raps, ja. Der ist fast das gleiche. Ja. Aber nur fast. Ach so. Gehen wir den Kurs hier verhauen? Ah, nicht über die Saat fahren. Alter. Okay. Hat er jetzt nicht gemacht, ne? Kannst weiterfahren. Wir sind hier. Achso, ja, ist da noch eine Bahn, Sascha? Eine Bahn ist noch. Mach die mal weiter, bitte. So. Na gut, es geht natürlich schon schneller jetzt zu dritt hier. Geht das schon einigermaßen schnell? Ihr habt alle Raps drin hoffentlich, ne? Ja, habt ihr den gespeichert, den Kurs, oder? Glaube nicht. Muss der Leo fragen, der hat angefangen damit. Ich hab nichts gespeichert, ne? Aber ich könnte ihn einfach vom Werner klauen, den Kurs. Weit weg. Ich weiß aber auch nicht, ob der Kurs ist von Patrick. Kann sein, dass ich den ein bisschen verschoben habe, weiß ich nicht mehr genau. Bist du müde, Leo? Ja, geht. Ich will. Wo komme ich denn jetzt hier? Geht das? Alter Patrick, ne? Passt. Nee, ich gebe jetzt einfach Gas und schau dich her. Passt. War was? Müsste. So, wir werden das jetzt aber hier beenden und dann am Montag weitermachen. Richtig? Ich weiß nicht, haben wir jetzt schon so viele Folgen? Ja, haben wir schon. Was kann man am Freitag sagen? Schönes Wochenende, ne? Jo, haut rein. Schönes Wochenende und bis zum Montag, ne? Mach's gut, dann ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.